Ahoi Kapitäne, willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships. Diesmal an der Z23, dem deutschen Zerstörer, auf Tier 8 im Herrschaftsmodus gefahren. Die Z23, hier ist sie, hat eine besondere Tarnung bekommen, die ich mir geholt habe über die Marken, die man sich jetzt erspielen kann. Wer sich anschauen möchte, wie ich sie ausgestattet habe, bitte einfach auf die Pause-Taste klicken. Mein Kapitän ist ein 16er, der hat eigentlich auch schon so ziemlich alles, was er braucht. Wäre natürlich schön, wenn ich hier nochmal ein bisschen mehr Leben skillen könnte, aber gut, es ist wie es ist. Und jetzt schauen wir uns das Matchmaking an und wir sind in einem 7-9er Match gelandet mit einer Shokaku auf der Gegenseite. Iowa, Richelieu, Gneisenau, dann zwei Cleveland, eine Hipper, zwei York, eine Kit, eine Kagero und eine Akatsuki. Wow. Okay, naja, wir haben ja nun auch Verbündete, also insofern haben wir auch eine gute Chance dagegen zu halten. Hoffe ich jetzt mal. Ich habe die Z23 noch gar nicht so lang. Bin also da in dem Baum jetzt ein Stückchen vorangekommen. Auf dem Weg zur Z52, aber das wird sich noch ein bisschen hinziehen und naja. Nun wollen wir mal schauen, wie ich mit der Z23 einigermaßen klarkomme hier. Für mich ist ganz klar, deswegen auch gleich Boost rein, schnellstmöglich zum Cap zu kommen. Es ist ein CV-Spiel und da ist meistens eben auch, wer aufgeht, sofort First Target, gerade am Anfang. Deswegen möchte ich da schnellstmöglich hin, um mich im Zweifelsfalle eben auch nebeln zu können. Falls das nicht erforderlich sein sollte, würde ich natürlich auch für mein Team spotten. Und die Hydron, die ich jetzt hier dabei habe, das bringt mir unter Umständen schon einen Vorteil. Also gegenüber den anderen DDs auf der Gegenseite, die haben es nämlich nicht. Also mal schauen, wie sich das hier sortiert. Blick auf die Minimap. Ja, Algerie fährt quer. Okay, das macht durchaus Sinn, dass ein Kreuzer darüber fährt. Die Asagio kommt hier mit dazu. Das ist auch sehr schön. Ja, und Friedrich der Große hängt noch ein wenig hinten dran, kommt aber auch hier zu uns rüber. Oh, dafür sagt er, er braucht Aufklärung. Ja, natürlich. Na klar. Komm doch erstmal dahin, dass du überhaupt schießen kannst. Komm doch einfach nochmal ein paar Kilometerchen näher ran und dann schauen wir mal, ob wir was für dich aufmachen können. Denn dass du jetzt auf die Richelieu da hinten schießen willst, das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Aber auf ist er schon mal. So, und cappen können wir jetzt hier auch. Ich fahre jetzt hier vorne an diese Insel mal ran. Ich finde das immer ganz sinnvoll, vor allen Dingen, weil ja Radarkreuzer auch im Spiel sind. Dass man zumindest so ein bisschen die Chance hat, sich hier irgendwo dann verstecken zu können. So, da war auch schon die Cleveland und der ist auch auf eine Entfernung dran, die mir nicht gut gefällt. Also gleich Torps da mal raus und ja, da ist es auch schon soweit. So. Und jetzt kommt auch noch der Wirbelsturm. Ja, aber da ist auch eine Hipper. Okay, da ist also, ja, weil wir sowieso auf sind, können wir auch schießen. Ist ja klar. So, das von der Richelieu geht komplett vorbei. Vier zielen. Ja, das heißt aber nicht, dass auch vier treffen können. Aber der hat jetzt getroffen. Und wer auch immer das ist. So, Nebelwerfer an. Das bedeutet das auch nicht. Ah, die Akatsuki ist es gewesen. Bedeutet natürlich nicht, dass ich dem Radar dadurch entgehen kann. Aber jetzt ist genau das passiert. Radar ist aus und ich bin auch aus. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier so ein bisschen auf die Akatsuki wirken können. Torps gehen leider ins Leere. Ja, genau wie die Salve von der Richelieu geht auch ins Leere. So, und jetzt Akatsuki. Wir haben also Hydro an. Für den Fall, dass der seine Torps hier hinschmeißen will. So, jetzt haben wir erstmal hinten den Antrieb weggeschossen. Ist natürlich jetzt zu weit weg. Oh, die Kit hat unsere Akatsuki rausgenommen. Okay. So. Ja, halb im Nebel stehen heißt auch immer noch verborgen sein. Aber wir fahren da trotzdem mal ein Stück zurück. Also wenn die Torps von der Akatsuki unterwegs wären, müsste unsere Hydro die schon längst aufgemacht haben. So, da vorne ist alles gut. Da können wir weg. Das Problem ist, dass der hier das Cappen aufhält. Aber jetzt nicht mehr. Cap tickt weiter, das heißt, die Akatsuki ist da rausgefahren. Hat nur genebelt, um sich in Sicherheit zu bringen. Und jetzt können wir hier entspannt durchcappen. So, die Torps, ja, die können uns nicht erreichen.
Mal sehen, ob wir die Cleveland erreichen können. Einfach mal da oben drüber. So, da haben wir die Basis erobert und wir haben einen Brand gelegt. Sehr schön. So, ja, nun ist hier unsere Verborgenheit nur noch durch die Position gegeben. Der Nebel ist weg. Jetzt kommt die Akatsuki wieder. Mal schauen, ob wir da irgendwie den als Ziel ansagen können, ob unsere Verbündeten da mit drauf schießen. So, und jetzt sind wir hier auch entdeckt. Das heißt, jetzt fahren wir noch ein Stückchen weiter wieder nach vorne. Gucken, wird da nochmal was werden. So, und jetzt so. Nett. Also im Detail hier gut gestaltet. Alles wunderbar. Und in diesen Hafen der Liebe, ja. Oh, wunderbar. Ja, da legen wir jetzt erstmal an. Also, rückwärts einlenken und vorwärts einlenken. Im Prinzip ist das jetzt hier wie beim Ein- und Ausparken mit dem Auto. Man muss nur halt das Steuer richtig in die richtige Richtung lenken, dann geht das auch. Da fährt sogar ein kleines Auto noch vorbei. Das ist ja echt cool gemacht. So, also. Und nochmal wieder rein und nochmal wieder raus. Und jetzt müsste das hier eigentlich passen. Jo, alles gut. Also, doch nicht im Hafen der Liebe angelegt, sondern einfach nur mal vorbeigeschaut, reingewunken und jetzt geht's wieder zurück ins Gefecht. So, jetzt sind wir aufgedeckt vom Flugzeug. Das ist natürlich nicht wirklich schön. Und die Frage ist, was machen wir? Wir haben schon zwei Schiffe verloren. So, jetzt sind wir nicht mehr entdeckt. Die Tirpitz, okay. Der hat eine ganz gute Position, glaube ich. Kann auch verhindern, dass da wer durch den Kanal reindrückt. Und da drüben Friedrich der Große. Naja, gut, der hat die Algerie an der Seite. Das Problem ist aber einfach, da jetzt rüberfahren, unsere Asascio fährt hier auch rüber. Ich wollte jetzt eigentlich rüber, um Friedrich den Großen gegen die Akatsuki so ein bisschen mit zu schützen. Das Problem ist aber, drüben, die sind komplett ohne DD. Also die sind auch mehr oder weniger ohne Sicht. Und auf der Minimap kann man sehen, dass die Kit da Richtung Lexington unterwegs ist. Ich drehe hier um. Ich drehe hier um und fahre komplett rüber. Ich will mein Team an D unterstützen, denn das Problem ist, wie gesagt, auch wenn wir einen CV haben, der kann ja auch nicht überall zur gleichen Zeit spotten. Das geht einfach nicht. Und wenn man nur noch zwei DDs hat von drei, tja, und jetzt haben wir ja auch schon wieder einen Kreuzer verloren. Die anderen haben jetzt aber auch ihr erstes Schiff verloren. Die York ist raus. Nein, also wenn man dann die Chance hat, als Zerstörer sich aufzuteilen und zu sagen, okay, der eine ist dann eben an A und der andere fährt rüber zu D. Ich glaube, das ist fürs Team einfach sinnvoller. Auch wenn man jetzt natürlich eine gewisse Zeit niemanden beschießen kann, niemanden torpedieren kann und mehr oder weniger für nichts gut ist, in Anführungszeichen, der Effekt, den man aber jetzt auslösen kann, dass man da drüben ist und jetzt Torps setzen kann, spotten kann, der ja, rechtfertigt aus meiner Sicht diese verschenkte Zeit, die eigentlich gar keine verschenkte Zeit ist. Es ist einfach jetzt eine Frage der Positionierung und als Zerstörer hat man die Chance, mal eben schnell quer über die Map zu fahren. Kein Schlachtschiff schafft das. Oh, apropos Schlachtschiff, guck mal, eine Iowa. Der hat sich da mit reingestellt, das ist ja nett. Mal gucken, ob wir da noch rankommen, bevor der Wirbelsturm jetzt wirklich da ist. Mal sehen, ob wir dem nicht vielleicht mal einfach ein paar Torps hinschmeißen können. 6,5 Kilometer, das ist ja nett. Und wenn das jetzt so ein bisschen überraschend für ihn kommt, oh, jetzt macht uns der Flieger hier auf. Ärgerlich. 2 Kilometer dran, da spielt es auch keine Rolle. Also, selbst wenn ich jetzt die Anti-Air ausgeschaltet hätte, der hätte mich auf jeden Fall aufgemacht. So, dann hauen wir da jetzt einfach mal. Oh, und da kommt die York raus. Also gleich mal Nebel ziehen, dass der uns hier nicht gleich auseinander nimmt. So, Nebel kann jetzt hier vielleicht auch unsere Lyon für sich nutzen. Der fährt nämlich auch relativ breitseitig vor dieser Iowa jetzt durch. Also, Und da ist die Kit. So, Jungs, macht was aus dem Nebel. Und ich sehe zu, dass ich da ein bisschen in Richtung Kit komme. Und da kommen schon die Torps von der York.
Ja, und meine Torps sind auch jetzt da. Da gibt es dann mal 2 Zieltreffer und einen Wassereinbruch. Und da ist eine Cleveland. Das gefällt mir natürlich jetzt gar nicht. Der macht mich im Radarbereich natürlich auf, aber fährt jetzt Gott sei Dank ein bisschen weg, oder? Na, ich fahre so parallel, aber die Kit hat jetzt ordentlich gefangen. Das ist sehr gut. So, jetzt ist der Wirbelsturm dann auch tatsächlich da. So, Cleveland 10 Kilometer. Und da kommt auch immer noch Feuer hier aus dem Nebel. Da werde ich gleich mal Hydro starten. Wir sind ordentlich hinten. 4 Schiffe verloren. Die anderen verlieren jetzt gerade ihre Kit. Sehr gut. Hat also die Lexington die Kit runtergebrannt. Perfekt. Dann wollen wir mal schauen, ob diese Kagero, der da auf der Minimap noch zu sehen ist, also als Geisterschiff, da auch noch drin ist. So, entdeckt. Aufgeklärt. Jo, also ist es die Kagero. Okay, dann jetzt also mit den Guns. Erstmal HE. Brand. Das ist schon mal sehr schön. Aber jetzt werde ich gleich mal umladen auf AP. Oh, da habe ich ihm nochmal schön einschenken können. Da kriegt er nochmal einen von der Seite. So, AP, das dauert jetzt natürlich. So, und jetzt kommt AP und nein, da ist er vorher schon runtergebrannt. So, und jetzt bin ich natürlich ja auch geradert. Und jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. So, seine Torps können wir aufmachen. Wir sind immer noch hinten. 5 Schiffe verloren. Die anderen haben jetzt aber 4 Schiffe verloren. Oh, Orgerie, ja, gute Idee, da in den Nebel reinzutorpen. Auf wen torpst du denn? Oder torpst du der Cleveland hinterher? Gut, wie auch immer. So, ich würde dich ja gerne unterstützen, aber da kommt jetzt tatsächlich offensichtlich die Iowa. Also mein Lieber, da musst du jetzt mal erstmal am besten abdrehen. Aber du kriegst ja sowieso jetzt auch vom CV. Man sieht es ja auf der Minimap. Oh, oh, oh. So, aber da kommt tatsächlich die Iowa. So, unsere Asashio hat schon getorpt. Dann torp ich jetzt auch, weil die Iowa muss jetzt geradeaus weiterfahren, um durch diese Torps zu kommen. Entweder nimmt er den jetzt schon selber raus, oder, ja, das sieht doch schon gut aus. Na, aber es hat noch nicht gereicht. Ja, oder ich nehme ihn halt raus. So, AP ist noch drin. Okay, dann bleiben wir auch jetzt mal einfach bei AP. Mal schauen, was das so bringt. Na, das bringt eine Basisverteidigung und jetzt ist er breitseitig. Mal sehen, was jetzt die AP in die Aufbauten bringt. Oh ja, 5200, so, und dann holen sich die Torps den Rest. Und jetzt ist es 6 gegen 6 und wir sind vorne. So, unsere Orgerie geht da gegen die Gneisenau scheinbar. Das ist ja sehr mutig. Gneisenau nimmt die Orgerie auch raus. Und jetzt ist es 5 gegen 6 und wir sind wieder hinten. Tja, Orgerie, da hast du dich in was reingefahren, was du nicht umsetzen konntest. Keine Chance. Von der einen Seite Gneisenau, von der anderen Seite Cleveland und du fährst da mitten rein. CV kommt auch noch. Oh, jetzt hat unsere Edinburgh die Akatsuki rausgekriegt. Das ist natürlich perfekt. Die anderen haben keinen Zerstörer mehr. So, und diese Gneisenau, na, der bremst da scheinbar ab, um sich da eine Position zu sichern gegen unsere Tirpitz. So, wenn du das machst, mein Lieber, dann werde ich die Torps einfach mal ein bisschen kürzer setzen. Noch ist er ja offen, aber das ist eigentlich im Moment auch fast uninteressant, weil außer uns sowieso keiner auf den wirken kann. Die Tirpitz ist noch nicht dran, das sieht man, sonst würde da auch irgendwie mal ein bisschen was in Sachen Secondary fliegen. So. Gneisenau, jetzt fühlt er sich vielleicht auch sicher. Bleibt da möglicherweise stehen, macht keine Lenkbewegung mehr. Aber jetzt fahre ich natürlich auch gleich wieder ran. Ja, 2 Torpedotreffer mit Wassereinbruch. Sehr schön, mal sehen. 2. Salve kommt jetzt. Ja, und da gibt es nochmal 2. Ah, und da fliegt jetzt auch HE. Oh, und da ist ja gar nichts mehr übrig. So, und den hole ich mir jetzt auch mit HE. Na komm. Und zack, jo, weg ist die Gneisenau. So, jetzt sind wir 5 gegen 4 und sind auch wieder vorne. Jetzt ist bloß die Frage, wo ist hier diese Cleveland? Oh, entdeckt? Ja, dann weiß ich gleich, wo die Cleveland ist. Da ist er. So, okay. Also jetzt am besten abdrehen. Oh, okay, und sein Radar. Natürlich, natürlich Radar. So, jetzt habe ich geschossen und das ist natürlich... Na gut, für die 2000 oder 3000. Jetzt werde ich einfach Nebel ziehen.
Natürlich kann ich mich mit dem Nebel jetzt nicht vor seinem Radar verstecken. Das ist ja natürlich klar. Und ich bleibe jetzt mit Sicherheit ja auch nicht stehen. Aber es sorgt dafür, dass, wenn sein Radar gleich ausläuft, ich auf jeden Fall dann verborgen bin. Ich habe ja nun mal gerade geschossen und das erweitert meine Reichweite, also Sichtbarkeitsreichweite. So, nun aus, alles gut. Jetzt kann er da blind schießen und das war's. Jo, jetzt sind die anderen auch nur noch zu zweit. Nur noch der CV und diese Cleveland sind im Spiel. Tirpitz kommt von der anderen Seite da, fährt ins Cap rein. So, dann greifen wir doch nochmal an. Zumindest können wir den mal spotten. Dann wissen die anderen auf jeden Fall, wo er ist. So, er hat auch Sicht auf die Tirpitz, ganz offensichtlich. Komm, Tirpitz, hau dem nochmal richtig einen rein. Ja. Wo dann? Schießen wir da einfach ein bisschen mit. Na, guck mal. Wollen wir doch mal sehen, dass wir noch ein bisschen Damage machen hier. Oh, das ging vorbei. So, seine Salve, jo, okay. So. Ein bisschen wedeln, aber er trifft uns natürlich trotzdem immer in die Entfernung. So, mal sehen, was AP bei ihm bringt. Oh, 3000. Jetzt, jetzt hat er auch auf AP gewechselt. Das ist ja spannend. Aber gut, okay, das haben wir auch gut dodgen können. So, na, nochmal gucken. Oh, AP tut mir natürlich nicht ganz so weh. Hättest du HI genommen, wäre das übel gewesen vielleicht. So, und jetzt bin ich aber auch aus der Sicht raus. Jo, der hat sich da festgefahren. Und jetzt ist es auch vorbei. Naja, okay, also 87.751 bei 61 Zieltreffern, 7 Torpedotreffer, 3 Ausfälle erzeugt, 3 Schiffe zerstört, 3 Brände gesteckt. Ja, also 3 in Brand gesteckt. 2-mal mit Wassereinbruch die Torpedotreffer, 2-mal die Basis verteidigt, 1 Basis erobert und 5 Schiffe aufgeklärt. Okay, dafür, dass ich die Z23 noch nicht so lange spiele, bin ich jetzt ganz zufrieden damit. War vor allen Dingen, glaube ich, auch ganz richtig, die Seite zu wechseln. Mal sehen, wie das in der Teamwertung jetzt aussieht. Oh ja, mit 1844 auf Platz 1 gelandet. Das ist doch auch sehr schön. Und jetzt schauen wir doch nochmal in die Endauswertung hier rein. Also Gneisenau versenkt, Iowa versenkt, Kagero versenkt, Cleveland 12.000 abgenommen, der andere Cleveland 4, Akatsuki auch nochmal 2,9, Richelieu ein Tausender und der Hipper 726. Wir haben 633.000 potenziellen Schaden bekommen. Auch das ist ganz ordentlich für so einen kleinen DD. Ja, wir waren ordentlich unterwegs. 72 Kilometer. Also alles in allem fand ich das wirklich ganz okay. Muss ich sagen. Hauptbewaffnung, panzerbrechende Granaten 10.000 Schaden, Sprenggranaten 20.000 Schaden. Ja, Torpedos 52.000 Schaden. Alles gut. Also, ich muss sagen, wie gesagt, hat mir ganz gut gefallen. Wenn es dir auch gefallen hat, gib dem Video doch einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Schreib gerne in die Kommentare, was du von den deutschen Zerstörern hältst, was du von der Z23 hältst. Was du generell davon hältst, Zerstörer zu fahren im Moment, so mit dem ganzen Radar. Schau gerne auch auf Twitch vorbei, wenn ich online bin. Würde mich freuen, wenn du auch dort den Kanal abonnierst. Ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal.